Also wir sind gerade in unserem Haus. Gestern in der Nacht sind Dennis Eltern eingereist. Also das freut uns sehr. Wie ihr sehen könnt, einige Zimmer sind schon richtig gut, aber einiges ist fast nicht bereit, also fast gar nicht bereit zum Einzug. Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir zu sechs in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Super! Also, aber es ist ja lustig und wir schaffen das. Und ja, der arme Bruder von Dennis, der musste uns alle aufnehmen jetzt, ja, bis das Haus fertig ist. Und die Eltern auch gekommen sind aus der Türkei, hat er die zwei noch dazu. Ja, also ist ja jetzt lustig. Na schön. Ich zeige euch noch das Haus, wie das jetzt ausschaut vom Außen. Die Fassade wird auch bald gemacht. Ja. Also ich habe etwas herausgefunden. Wir haben hier immer gewaschen, etwas fürs Grillen und so. Und Tomaten haben wir hier, Tomatenreste immer fallen lassen. Und wir werden Tomaten haben. Das ist ja schön. Ich hatte keine Ahnung, dass das sozusagen so leicht geht. Wahnsinn. Also schaut euch das an, wo das ist. Da haben wir Abwasch gemacht immer. Das hat mich jetzt glücklich gemacht. Also wir sind jetzt mal eine Runde spazieren gegangen und ich habe Sophie auf dem Rücken. Das ist zum ersten Mal, dass ich so rausgekommen bin. Also ich habe es schon zweimal ausprobiert, aber nur zu Hause. Ich habe mich irgendwie nicht getraut, weil ich sie nicht sehe und so. Aber es passt ziemlich gut und natürlich ist es einfacher so zu spazieren, wenn man halt das Gewicht auf dem so hat, Hintern hat und nicht vorne. Ja, ja. Es ist schon gesalzen ist. Es ist schon tatsächlich. Es ist schon gesalzen ist. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hallo. Also wir haben uns entschieden, Schönbrunn zu besuchen, und zwar die Gloriette dort, die oben ist. Die Mama von Dennis hat es hier noch nicht gesehen, also sie war schon im Schönbrunn, aber da oben nicht. Und da es in der Nähe von unserer Wohnung ist jetzt, haben wir uns entschieden, dass wir mal einen Spaziergang machen und es uns hier alles anschauen.
Florette. So viel Lara. Also wir haben uns ein bisschen verloren, was gar nichts ausmacht, weil wir herausgefunden haben, dass es hier in Schönbrunn einen Bad gibt, wo auch Sauna ist, Fitness, wo auch Beachvolleyball ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ja, ein guter Fund für uns. Hoffentlich besuchen wir es hier irgendwann mal zum Schwimmen, weil es wirklich von außen sehr gut ausgeschaut hat. Es ist ein weiterer Tag und wir haben heute Wienerberg besucht. Das ist ein Park in Wien, in der Nähe von unserer Wohnung. Also schauen wir uns das hier mal so an, wie es ausschaut. Hallo, also wir haben gestern nur kurz den Rand des Erholungsgebietes besucht, weil es einfach ein zu langer Weg für uns war mit Sophie. Also sind wir da zurückgegangen und heute sind wir mal zum Arzt gefahren, zum Kinderarzt. Und jetzt auf dem Weg haben wir jetzt mal kurz unser Haus besucht und die Isolation oder Isolierung ist am Haus schon fertig fast. Also es bleiben nur ein paar Teile noch. Also das freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir bald die Fassade zu Ende bringen. Hallo! Also es ist Samstag und heute hatten wir das Glück, dass Dennis nicht gearbeitet hat und ist zu Hause geblieben. Und jetzt ist mal langsam Abend und wir sind auf einen Spaziergang gegangen. Oh. Und ja, wir gehen vorn und dahinten ist der Rest der Familie. Also, es ist keine Zeit. Aber kann man.
ist das Leben von Frauen und Männern. Hallo, wir sind im Haus. Wir haben uns entschieden, ein bisschen da einzuräumen. Ich bin schon gestylt. Ich habe Dennis Kleidung an mir. Hallo Anna. Hallo Tutu. Sophie hilft auch dabei. Alles ist gut. Also damit wir mal auch dazu beitragen, das Haus, also damit meine ich mich und vielleicht Sophie auch, das Haus irgendwie fertig zu machen und so weiter. Софенька, ты принцесса на моем лице. Wir wollen das Telefon. Guten Morgen. Also wir waren gestern im Haus, dann haben wir noch eine unserer Freundin besucht, die hat für uns sehr gut gekocht. Das war sehr freundlich von ihr. Und ich möchte mich an dieser Stelle aber verabschieden von euch und das Video somit beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da einen Daumen hoch gebt, mir unter Bonjuk mich folgt auf Instagram und auch über ein Abo. So, komm. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Auf diesem Kanal. Tschüss. Papa. Sophie. Sally. Bye bye. Bye bye. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.